Herzlich willkommen an Bord der Internationalen Raumstation Internet. Die gesamte Mission wird von einem neuronalen Supercomputer gesteuert. Ihre neue Aufgabe ist ab sofort, das System mit vollen Energieakkus zu versorgen. Also es ist ein Planspiel, in dem wir zu viert in zwei Teams Missionen erfüllen müssen. Wir sind ins Raumschiff eingestiegen, ins Space Shuttle. Dann haben wir eigentlich die erste Situation gehabt, dass wir mal dieses Briefing bekommen haben, wie wir jetzt die Energiezufuhr herstellen sollen, wie das funktioniert. Man wird sozusagen an Bildschirmen gesetzt und es müssen viele Parameter beobachtet werden. Es muss Energieversorgung gesichert werden. Es muss viel Kommunikation geleistet werden, damit die Mission, die 10 Minuten dauert, erfolgreich ist. Beim ersten Durchgang war die größte Herausforderung, dass gar nicht klar war, wer bewältigt welche Aufgabe. Da habe ich darauf geachtet, dass wir als Team ganz gut funktionieren. Ja, es kommen durch Spielen, finde ich, auch zwar spielerisch, aber doch echte Teamdynamiken auf. Da war es dann so, dass jeder so ein bisschen versucht hat, alles zu machen. Jeder hat versucht, den Überblick zu behalten. Alle wollten alles wissen und dadurch wurden wir ineffizient. Und indem wir die Kommunikation verbessert, erhöht haben, konnten wir uns gleichzeitig mehr auf unsere Teilaufgaben konzentrieren. Mir hat es Spaß gemacht. Ich finde, es ist unglaublich viel auszuwerten. Das ist Lernen und Spaß zusammen und ganz intensives Lernen. Und das fand ich einfach schön. Ich muss sagen, jetzt öffnet sich für mich ein riesengroßes Feld der Anwendung. Bin begeistert, auch von dem, wie intensiv das ist.